Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Knieskopsheim oder Knieskopsheim. Ja, noch eine Karte. Wird wohl ganz schwer Deutschland. Wobei hier steht Matthews 42 Performance Gasolina. Ist definitiv dann amerikanisch. Aber die Kennzeichen, man sieht Deutsch, nee, FS mit K, aber deutsche Schrift und TÜV-Zeichen. Ja, wäre jetzt, glaube ich, Köln oder K, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir oder starten wir hier in der Innenstadt. Dateigröße sehr klein, sehr positiv für Konsole. Wir haben 5 Mods runterzuladen, sind hauptsächlich DIMI-Gebäude. Ich finde die Stadt hier schon mal sehr interessant. Also sieht schon mal hart geil aus. Die gefällt mir schon mal gut, Leute. Da könnte ich mir glatt mal vorstellen, heute mal einen Stream-E-Mail. Hier mal einen String-E-Mail, wollte ich schon gerade sagen, hier einen Stream drüber zu machen. Also das ist doch, guck mal, das sieht geil aus. Die Bodentexturen, da sind neue drin, da können wir auch gleich mal gucken. Habe ich bei der anderen Kartenvorstellung gar nicht gemacht, ne? Ja, ist egal. Ihr wisst ja, wenn ich auf Karten länger eingehe, der wisst ihr schon, das hat schon was zu bedeuten. Ja. Ja, Verkehr fährt normal. Wir haben amerikanische Sachen, deutsche Sachen. Wir könnten eigentlich auch mal hier nach oben gehen. Das machen wir doch mal flott. Ja, so ist die Inneneinsicht, wollte ich schon sagen. Das ist die Stadtsicht, also von oben. Auch hier können wir mal ein bisschen flotter unterwegs sein, wie bei der anderen Kartenvorstellung. So, ja, hier haben wir Pitschi-Patschi See. Hier haben wir die Mühle, beziehungsweise nicht die Mühle, sondern den Milchbetrieb. Der Hof scheint mir wohl in der Stadt zu sein, wie ich gerade sehe. Da geht eine Einfahrt rein. Das ist schon mal cool. Ja, das sind auch schon die Gebäude, die runterladen müssen. Hier ist aber kein Wohnhaus, den entsprechend nicht. Aber mit den Kannsteinrundungen, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Landesruhm, ne? So den Hof. Finde ich gut. Jetzt gucken wir mal trotzdem weiter. Was haben wir hier? Wir haben hier einen See, wir haben hier Fabrikgebäude. Ja, das mit den Fabrikgebäuden, das bemängeln viele. Fühle ich auch, aber es gibt nun mal keine anderen. Beziehungsweise es gibt schon andere, aber da musst du mehr Mods runterladen. Und hier sind es 5. Ne? Aber, gibt es immer ein Aber dazu? Ich weiß nicht, ist die Mühle da vorne nicht vom Lord? Ja, die ist aber nicht mit im Download. Also ist das die Standard. Auf jeden Fall ist das ein Verkaufspunkt. Ja, Mühleproduktion ist drauf. Auch alles schön eingefasst mit Kannsteinzaun etc. Auch mit separaten Einfahrten, wie man sieht. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Ich finde es eigentlich ganz schön hier. Ja, die Karte macht was her. Also ich finde die so auf den ersten Eindruck, kann man spielen. Haben wir hier. Hier haben wir natürlich eine fette BGA. Die ist natürlich so fett und einladend für Maishäcksle-Partys schon wieder. Ich ahne Schlimmes, dann werden die Karten wieder versaut von. Nee, Scherz beiseite. Die Kinder dürfen das. Ja, haben wir hier. Er hat aber verschiedene Bodentexturen. Er hat schöne Einfassungen. Auch von den Bäumen. Das hatten wir bei St. Kalle beim Wasser. Und Kalle, der hatte auch solche, diese Baumanfassung. Finde ich gut. Das Gebäude steht etwas schief, ist aber Schnubbel. Nach hinten ist noch Potenzial, ne? Ja, ihr könnt da nicht hin, aber ich könnte da hin, will aber auch gar nicht hin. Aber es ist noch was offen. Hier hinten so die Ecke, wenn man so guckt, so, ne, mit der Straße, hier geht so ein Knick rum, erinnert mich so ein bisschen an Teilen von Ilaba, früher im 19er. Ja, Steinfriese, aber alles schön eingefasst, ne? Der junge Mann, der weiß doch, was er da macht. Ob er jung ist, weiß ich nicht, aber sag ich jetzt einfach mal, ging da zu mir. Ja, hier unten ist wieder eine Raucherecke. Sieht an sich ganz cool aus, ne? Es ist klein, ne? Ist jetzt nicht riesig. Oh, da drüben ist noch ein Hof. Da geiern wir doch mal schnell rum. Ne, erst geiern wir hier rein. Wasserbrunnen ist unter uns. Hier ist Mühle. Also hier Schreinerei etc. Er hat halt alles schön eingefasst, ne? Das liebe ich ja auch. Mag ich auch sehr gerne. Mache ich auch sehr gerne. Außer es ist eine Baukarte, dann natürlich nicht. Mal hier. Oh, die guckt mich schon an, die Karte. Jetzt mal, ne? Hier ist noch ein schöner Schweinehof, Silagebunker. Ja. Also für die Leute, die noch Wert auf meiner Meinung geben, ja. Das ist ein Kuhhof, ist gar nicht Schwein, das ist der Doppelstand. Das ist Kuh, ich korrigiere. Ja, die gefällt mir, die Karte. So auf den ersten Eindruck, ja. Kann natürlich immer irgendwo noch ein Fehler sein oder so, aber pff, mein Gott. Welche Karte ist perfekt? Ja, was haben wir hier? Shop. Sieh. Hinten ist Verkaufstrigger. Hat er sehr schön gemacht. Also mit den Einfassungen, mit den Feldern,
Mit den kleinen Wegen, bisschen Bäume, bisschen Shishi, bisschen da, ne? Das liebe ich auch, so mache ich auch meine Karten ganz gerne. Sehr schön. Haben wir nochmal Viehhändler. Nö, gefällt mir gut. Ist eine schöne Karte. Ich will mal ganz kurz was gucken. Wir könnten. Oha, PDA ist sehr sexy. Nämlich gerade so ein bisschen am Minibon. Was macht denn der Mauspimmel hier? Weg damit. Ja, erinnert mich gerade. Hat mich gerade irgendwie komischerweise irgendwie an Minibon erinnert. Ich weiß nicht warum. Hat zwar mit den Feldern und alles nicht, aber liegt wohl an der PDA an sich. Ja, da ist unser Wagen. Da sind wir vorhin gestartet. Mit denen fahren wir zum Hof. Hof 1, beziehungsweise, ne? Kuhstall. Was gehört uns denn hier? Ja, okay. Kuhstall 5, 17 und 20. Damit kommen wir easy peasy aus. Die anderen Händler und Sachen haben wir schon gesehen. Felder sind auch echt kernig, aber was ist denn das Größte hier so mal? So auf den ersten Eindruck der hier vielleicht. 243, 249, wer bietet mehr? 282, aber bezahlbare Felder, ne? Guck mal, hier auch so ein kleines Butschi-Feld. 37. Oder hier. Damit kann man leben. Bin ich der Meinung, oder? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung. Irgendwelche Sonderfrüchte? Nö. Alles ganz stinky, normali. Wir können mal in die Fahrzeuge kurz reingucken. Glas, Fan, hier ist schon ordentlich was drin, aber nicht zu groß. Das heißt, man kann noch Hochwert schaffen. Ist Potenzial nach oben. Jetzt muss ich mal ganz kurz zum Hof rexen. Das hier ist ja unser. Komme ich nicht hin. Hoppala, sorry. Wir gehen mal ganz kurz aus dem Flugmodus raus, beziehungsweise auf den Lausmodus. Zack. Ich will nämlich sehen, ob erstens wir überall malen könnten und was zum Malen da ist. Okay, er hat auf jeden Fall Knieskürbis Mod. Was ist das hier? Einfach nur Grasunterstand. Das ist gepflügter Boden. Also, ja, gepflügt, gegrubberter Boden. Das kennt ihr auch von mir. Pflasterstein, Pflasterstein. Oh, hier, der hat auch gut reingepackt. Ja, das riecht auch nach Potenzial, Leute, oder? Oh, die Texturen sind sehr gut aufgesetzt. Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Wir machen das mal kurz wieder schwarz. Ja, und die Standardsachen, ne? Bäume. Ja. Also, es ist einiges drauf. Man kann einiges machen. Und wie gesagt, er hat es sehr schön eingefasst, sauber verarbeitet. Jetzt wird einer sagen, ja, guck mal, das ist ein. G mein Gott, nun macht euch nicht in die Hose. Gefällt mir sehr gut. Würde ich die Karte spielen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Performance unglaublich gut. Sehr kleine Datei, 120 MB. Fahrzeuge reichen zum Hochspielen, ne? 600er, da noch ein 700er Fan. Können wir kurz hier hochjucken. Guck mal, hier habt ihr das Lager von Giants. Das hat er gleich mit reingebaut. Das ist gut für Ballen, dies und das. Dies, das, Ananas. Halt gerade für Konsole gut. Aufgrund der Ballen hat man ja nur 200 davon benutzen. Silagebunker. Ja, gefällt mir sehr gut. Sehr schöne Karte. Dankeschön an den Modder. Auch vom Por-Video, ne? Crockett Farms, auch Dankeschön dafür. Finde ich schön. Also sind echt schöne Karten. Jetzt kommen wir aber gleich zu der nächsten Karte und das ist eine richtig heftige Karte. Das seht ihr aber im nächsten Video und das ist die Russland-Karte. Ich bin mal gespannt, weil auf den Fotos erscheint das, ob das 30.000 Mods runterzuladen ist. Ob die Performance stabil ist. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen. Ich bin euer Paddy. Ciao, ciao.